fanden ihr Cerberus am Zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich spiele die letzte Mission und bin jetzt hier bei dem Teil Lebewohl, Alfred Rex. Und dazu sollen wir einen Erinnerungssplitter in Westsexe finden und synchronisieren. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in der Karte an. Also die Hauptstadt von Westsexe, Hauptstadt, ist Winchester. Ja, ja, nicht London, Winchester. Und wir sehen auch schon, hier ist ein Marker. Und damit wir es ganz genau wissen, wo wir suchen müssen, gehen wir noch einmal in das Inventar. Schauen uns dazu den Erinnerungssplitter an. Bin mal gespannt, wie das Finale aussehen wird. Ich hätte mir jetzt, muss ich gestehen, doch ein bisschen mehr erwartet von dem Spiel jetzt an der Stelle. Aber naja, wir nehmen, was wir kriegen. Lebe wohl, Alfred Rex. Und da ist das Bild. Und dann schauen wir mal, wo wir das gleich finden werden. Ich werde mal herüberlaufen. Wo kann ich hüpfen? Okay, hier nicht. Feind. Genau, hier muss ich hin. Das Ganze hier nochmal an. Das Erinnerungsfragment kann nicht weit sein. Überblicke das Land, Freundin. Ich hab's gesehen. Da oben ist es. Der König. Ah, Eivor. Sei mir willkommen. Wie ist es, zu Hause zu sein? Nicht so sorgenfrei, wie du es dir vorstellen magst. Es ist viele Jahre her, dass ich meinen Thron zurückforderte. Aber ich habe ihn nie als selbstverständlich erachtet. Nicht, seit ich im Sumpfland war. Seitdem war ich ständig beschäftigt. Guthrum und ich nähern uns in winzigen Schritten einer Einigung. Ein Vertrag steht kurz bevor.
Hast du mich deshalb gerufen, um eine Einigung zu finden? Das erhoffe ich mir. Du gehörst zu den Anführern von Mercia. Dich zur Freundin zu haben, würde ganz Englerland zum Vorteil gereichen. Was hältst du von einem Vertrag, Eivor, der dir die Herrschaft über alle Lande nordöstlich deiner Siedlung zuspricht? Im Austausch wofür? Für deine Treue. Nicht zu mir, sondern Christus. Und dem Orden, den ich in seinem Namen versammelt habe. Ich weiß dein Angebot zu schätzen. Und das Vertrauen, das du in mich setzt. Hier ist also meine Antwort. Du gabst mir dies vor vielen Jahren. Ein schönes Stück. Doch hat es mehr Gewicht in meiner Tasche, denn in meinem Herzen. Du lehnst also ab. Sei unbesorgt. Dies ist kein neues Kapitel in unserem Zwist. Ich gehe fort, breche zu fernen Ufern auf. Du wirst keinen Ärger mehr mit mir haben. Du suchst nach neuen Kriegen? Neuen Ländern zum Erobern? Ich suche mich selbst. Ah, das ist das schwierigste Ziel von allen. Ich wünsche dir alles Gute. Gott sei auf deiner Reise mit dir. Ich bin gerade etwas voll mit Göttern. Deiner muss vielleicht ein anderes Schiff nehmen. So, wunderbar. Dann widmen wir uns gleich der letzten Mission.